Das ist Claudia aus Mailand. Sie vertritt eine Sekretärin im Mutterschaftsurlaub. Marek ist Pole. Er arbeitet 3 Wochen als Computerprogrammierer. Der Brite Andrew begann vor mehreren Monaten auf einer Baustelle zu arbeiten, nach langer Arbeitslosigkeit. Diese 3 Europäer haben eines gemeinsam. Sie sind Leiharbeitnehmer. Diese flexible Arbeitsform betrifft derzeit Millionen Europäer. Claudia, Marek und Andrew haben auch eine gemeinsame Sorge. Ist es möglich, dass sie zu weniger günstigen Bedingungen arbeiten müssen als ihre direkt von den Unternehmen eingestellten Kollegen? Die Antwort ist nein. Ein europäisches Gesetz schützt Leiharbeiter und gewährleistet ihnen im Prinzip Gleichbehandlung. Es gibt ihnen dieselben Rechte und Arbeitsbedingungen wie die der von den Unternehmen direkt eingestellten Kollegen. Dies gilt für Gehalt, Arbeitsdauer, Pausen, Ruhezeiten, Urlaub und Antidiskriminierungsmaßnahmen. Leiharbeitnehmer haben dieselben Bedürfnisse wie andere Mitarbeiter und sollten deshalb Zugang zu den Gemeinschaftseinrichtungen haben, wie zum Beispiel Kantinen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Beförderungsmittel, unter den gleichen Bedingungen wie ihre Kollegen. Auch ihr Zugang zu Bildung muss verbessert werden. Leiharbeitnehmer sollten auch die Chance auf einen dauerhaften Arbeitsplatz bekommen. Das heißt, sie müssen über freie Stellen in dem Unternehmen, in dem sie tätig sind, informiert werden. In einigen Ländern werden die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von Leiharbeitnehmern von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern verhandelt. Doch in allen Fällen muss ein Gesamtschutz garantiert sein. Und natürlich hat jedes EU-Land seine eigenen Vorschriften. Das EU-Gesetz legt gemeinsame Rechte fest, die gewährleistet werden müssen. Besserer Schutz für Leiharbeitnehmer, mehr Flexibilität für Unternehmen.